Hallo, ich bin Klaus-Hinrich Vater, IT-Unternehmer in Norddeutschland. Ich bin für einen Gottesbezug in der Landesverfassung, weil es für mich für Verantwortung und Toleranz steht. Wir erleben mehr denn je, dass Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft schreckliches Leid erfahren müssen und umgekehrt, dass Religion missbraucht wird, um anderen schreckliches Leid zuzuführen. Es würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, wenn wir in unserer Landesverfassung dokumentieren, dass alle Menschen, gleich ob sie einer Glaubensgemeinschaft angehören oder nicht, die gleichen Rechte und Pflichten haben. Hallo, mein Name ist Carsten Köthe, ich bin Radiomoderator und ich gehöre zu den Erstunterzeichnern, zu denen, die sagen, der Gottesbezug gehört in die Landesverfassung. Moin, ich bin Peter Harry Carstensen. Ich war Ministerpräsident hier in Schleswig-Holstein und ich freue mich über diese Initiative.